Au. Au. Ja, ich dir recht. Ja, guck, da kommen sie. Oh, eine Leiche! Was soll das? Nein! Ein Mörder! Wo ist er? Gleich gehen sie wieder ganz normal weg. Ja, da kommt doch einer. Wie die Ameisen. Cool. So, willkommen zurück zu Let's Play Sticks, meine Freunde. Master of Shadows, das Schleichspiel der Superlative. Aus dem Jahr, weiß ich nicht, 2014, glaube ich. Schlecht informiert für dieses Let's Play. Wir haben es letzte Mal bis hierher geschafft. Habe es ein bisschen sehr verpatzt. Darum, ohne weitere Umschweife, versuche ich jetzt weiterhin meinen Weg hier durch dieses Spiel zu bahnen. Ja, der kann ruhig sterben. Ich weiß jetzt nicht, wie das Punktesystem ist, ob man mehr Punkte kriegt für weniger töten oder für weniger entdeckte Leichen oder für jede versteckte Leiche oder so. Das muss ich mir erstmal richtig angucken. Was ich aber bestimmt weiß, ist, dass es sowas wie ein Level-System gibt und dass ich halt die Fähigkeit zum Beispiel aus dem Versteck raus zu töten gelernt habe, dadurch, dass ich Punkte investiert habe, die ich mir in der letzten Mission verdient habe. So, ist Sand. Warum liegt eigentlich hier überall Sand rum? Ist das... Weiß ich nicht. Macht das irgendwie Sinn? Schreibt es in die Kommentare, falls ihr wisst, was es für Sinn macht. Was macht die zwei da? Ist unpraktisch, wie ihr da steht. Wir bleiben aber auch so, ne? Also bei Assassin's Creed hätte ich die jetzt beide getötet. Jetzt sind es drei. Nein, 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 nein. Nein, da ist nichts. Hier ist nichts. Ich bin fast unsichtbar für euch. Genau. Macht mich ganz unsichtbar, so. Ganz vergessen, dass es die Fähigkeit gibt. Jetzt stehen da drei Wachen, oder was? Was machen die da? Geht weg. Ich will die Münze haben. Kann ich irgendwas auf die drauffallen lassen? Eine Möglichkeit, oder? Ach, meine Chance verpasst. So, jetzt machen wir erstmal hier das Licht aus. Dann für was habe ich den Sand bekommen? Der war doch bestimmt wichtig. Für irgendwas. Nein, da ist keiner. Alter, was seid ihr sensibel, ey? Komm, lass mich jetzt mal vorbereiten. Gibt's ja nicht. Looks like there's something out there. Wie töte ich euch? Also wie ich ihn töte, weiß ich jetzt schon. Wenn er weggeht von euch, dann ist er tot. Muss ich halt abwarten. Tut mir leid. Das zieht wieder das Let's Play in die Länge. Ich kann ja so lange hier ein bisschen Hampelmann machen. La 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 la. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. So. Jetzt schnell. Wie der Wind. Geschwind. Und leise. Was wäre der erste? Komm her. Ah, die Blutlache, ne? Ist blöd. Der erste. Komm, Meister, du kriegst einen Freiflug jetzt. Au. Au. Ja, ich dir recht. Ja, guck, da kommen sie. Oh, eine Leiche! Was soll das? Nein! Ein Mörder! Wo ist er? Gleich gehen sie wieder ganz normal weg. Ja, da kommt doch einer.
Wie die Ameisen. Cool. Das haben sie gut gemacht. Ja. Hier machen wir auch noch das Licht aus, komm. Jetzt habe ich da vorne aber immer noch ein Problem. Die zwei Wachen. Ich kann hier... Jetzt habe ich eine Idee. Das speichere ich aber zuerst. Ich kann die Unsichtbarkeit benutzen. Unsichtbarkeit. Haha. Unsichtbarkeit. Nicht sprechen können. Ich benutze mal die Unsichtbarkeit und versuche die... Einfach den zu mopsen da, die... Die Münze. Ja. Theoretisch. Theoretisch müsste ich eigentlich nur den mit dem Schwert ausschalten, ne? Dann werden wir das jetzt praktisch umsetzen. Ich will die Münze einfach haben. Tut mir leid. Und der eine kann sich ja eh nicht wehren. Ja. Warum mach ich denn sowas jetzt? Doch eher easy. So. Na, ja, die Leiche schmeiße ich diesmal nicht runter. Da drin habe ich jetzt... Was habe ich da zur Auswahl? Da hinten ist ein Hebel, den muss ich unbedingt drücken. Na, da ist keiner. Da ist keiner. Den Hebel kann ich ja auch mit dem Sand abwerfen, oder? Nicht? Oder nur mit dem Messer? Was macht der da? Ist ihm zu kalt, oder was? Er hat bestimmt, weiß ich nicht, 60 Grad oder so. Hier ist ja kein Schnee. Ja, 60 Grad vielleicht nicht. Das wäre ja wieder zu viel, ne? Aber es ist ja hier so wüstig. Ich frage mich, ob es ein Achievement gibt, wenn man das Spiel durchspielt, ohne einen einzigen Mord begangen zu haben. Was passiert, wenn ich den jetzt aus der Deckung töte? Hört er mich? Der merkt es doch, oder? Komm, der merkt das, oder? Ja, klar merkt er das. Ja, ich habe keine Chance gegen den. Tut mir leid, Leute. Da muss ich jetzt leider passen. Nein, nein. Geh da runter. Ja. Okay. Richtig gute Folge. Richtig gut. Versuchen wir das Ganze nochmal ab dem Mord. So, ja. Eigentlich brauchen wir ja nur den Rechten zu töten. Der Linke kann sich ja nicht wehren. Ah, kann ruhig auch laut sterben. Du auch. Blible. Dann nehmen wir uns die Münze schön. Fein. So, hier drin ist ein bisschen komplizierter jetzt. Der rumläuft. Ja, ach komm, du hast mich nicht gesehen. Wie denn? Der rumläuft, den müssen wir fast mit dem Messer töten und den anderen können wir dann leise ums Eck töten. Aber dann haben wir halt kein Messer mehr. Und die Frage ist, ist das Messer leise beim Töten? Nicht, dass der andere dann aufmerksam wird. Eigentlich fällt die Leiche ja um. Und wenn er umfällt, dann ist er wieder laut. Fragen, Fragen, Fragen. Ach, krass. Ja. So geht's also auch nicht. Eieiei, das ist ein Beispiel für, wie geht's nicht. Ach, die zwei müssen wir wieder töten. Blöder Speicherpunkt. Zack. Ja, komm, Unsinn. Laut töten. Zack, zack. Gut.
Wie kann man da anders rein? Kann man da hoch? Mann, du hast mich nicht gesehen, Junge. Ich könnte sie mit dem Klon ablenken. Ich könnte auch mit dem Klon einfach unter der Tür durchschlüpfen. Deine merkt sie sowieso. Ja, du hast es gehört. Stell dir vor, dein Typ ist gerade gestorben neben dir. Jetzt lasse ich den mal erstmal beruhigen da oben. Solange löschen wir hier das Licht. Ja, die halbe Folge nur an dem einen Mord hier getüftelt. Geht immer gar nicht. Der sucht jetzt nach mir, ne? Obwohl ich da nicht da bin. Ja, schlecht, ne? Geht jetzt wieder in seine Grundhaltung? Guck, der hat den Hebel betätigt, ne? Dafür erstmal ein schöner Mord. Tack, tack. Oh, die Leichen werden aber verräumt von mir. Oh, hier wird alles sauber gehalten. Der ist neu. Kommst du jetzt hier rüber, oder was? Nein, komm. Du bleibst da, oder? Du bleibst da. Bitte, 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 bitte. Die Feuertextur ist auch gar nicht so schön. Das Feuer schwebt über der Glut. Schwebefeuer. So, einmal rein hier. Dann du auch noch. Nein, 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 nicht davor. Rein. So, dann ein bisschen Leben tanken. Hat der gerade geschlafen? Ja, der schläft. Bei der Arbeit. Werden wir gleich belohnen. Komm. Hier, für deine Verdienste als schlafende Wache. Einmal der Tod. Zappel nicht so rum, komm. Kann man die auch hier reinstellen eigentlich? Was? Ja. Ist gut. Ah, da wäre ein Kasten. Okay, nehmen wir den Kasten. Komm. Obwohl, der sieht zu gut aus, wenn er da steht. Also ist gar kein Kasten. Ja, dann wieder rein da. Sorry für die Störung. So. Wieso sollte man hier rein? Ach, weil da durchgeht. Ja, ja. Bin ich blöd. Ja, dann mal rein. Boah, ich könnte das Spiel nie Stealth durchspielen. Nie. Uiuiui. The transport office shouldn't be far. If I can get away on an airship, I'm grabbing it. Ja. Dann suchen wir uns halt nur ein Schiff. Hier machen wir erstmal das Licht weg. Was haben wir denn da? Ach, da ist einer. Bewaffnet? Ne, ist nur so ein Gelehrter, ne? Ist halt die Frage, ob der das hört, wenn ich die Tür aufmache. Oder ob der sich gar nicht... Ah, jetzt muss man knacken. Oh. Ja, hoffentlich ist es leise. Was macht der denn da jetzt? Zuerst schreibt er auf dem Tisch und jetzt Shit, am Geländer. Shit, ja. Yeah. Ah, ja. Ist ja nicht so gut gelaufen. Could be anywhere, but
Alter, ist hier. Zeitplan des Flugschiffs ist da drüben. Hier ist richtig viel los. Ich suche mich immer noch. Sind die alle alarmiert oder was? Ja, hoffentlich ist das eine gute Entscheidung. Nicht, dass da jetzt genau der Wachmann kommt. Ja. Das war eine gute Entscheidung. Oh mein Gott. Uiuiuiuiuiui. Ich habe das ganze Haus aufgescheucht. Der ist da gekommen, ja. Das war die Wache hier. Ist jetzt links oder rechts? Ist keiner? Oh, sind gleich zwei. Jetzt hänge ich einfach ran an das Geländer. Nicht da drauf stellen. Oh, gar nicht auffällig hier. Schwebt ein Goblin. Das ist ein Tresorraum. Das ist optionales Ziel oder was? Oh, ich habe wieder Messer. Tresorraum. Ich würde gern wissen, was in dem Tresorraum ist. Das ist abgesperrt. Ja. Ja, das holen wir uns auf jeden Fall, oder? Das optionale Tresorraum-Dings. Wahrscheinlich müssen wir oben lang. Was ist das eigentlich für Dinger hier? Wenn die Wache da mal kommen wird. Was macht er? Dreht er sich jetzt um? Ja. Wenn der hier reinkommt, steche ich ihn ab. Aber er kommt nicht. Er bleibt einfach stehen. Eieiei. Da drüben ist ein Hebel oder was? Ja, für den Tresorraum wahrscheinlich. Ja, Mann. Der kommt einfach nicht her. Hier ist auch ein Hebel. Da muss man beide drücken, ne? Oh, das ist ein Alarmknopf. Ja, Fragen über Fragen. Ich muss schnell sein. Ich muss den einen mit dem Messer töten. Den Ambusschützen. Den anderen muss ich als herkömmlich. Oder? Nee, muss ich gar nicht. Boah. Huh, aber knapp. So. Ja, die Leiche kann hier liegen bleiben. Wie ist das jetzt? Muss ich hier den Hebel drücken?
Was? Hat es jetzt nur die Fackeln neu gemacht? Echt? Ach, ach, ah, aha, aha. Ja, geil. Wie mache ich das? Ich kann ja nicht so schnell beide Fackeln drücken. Oder gibt es eine Reihenfolge? Muss man zuerst den hier drücken? Wie lange bleibt es an? Alter. Wie geht das? Mit dem Klon vielleicht? Ach. Falscher Knopf. Ja. Ja, ich weiß jetzt, wie das geht, aber ich will nicht unsichtbar sein. Das zeige ich euch einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich habe in der Folge nicht zu viel gelabert, gefailt und ja. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einfach ein Abo da. Und ja, geht dann in der nächsten Folge weiter.